Hallo und willkommen zurück zu Jedi Survivor. Ja, das letzte Mal sind wir geflüchtet und dann haben wir noch einen kleinen Auftrag oder uns selber gegeben, besser gesagt, wir sollen hier ein bisschen aufräumen. Okay. Interessant. Werkbänke freigeschaltet. Lichtschwerter und BD-1 können jetzt an Werkbänken des Spiels modifiziert werden. Werkbänke freigeschaltet. Aha. Okay. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Mal sehen, was wir hier haben. Okay, da können wir sogar ein bisschen was basteln. Interessant, Doppelklinge. Mhm. Zwei Schwerter. Was können wir damit hier machen? Schauen, ist das so anders aus? Also so viel Unterschied erkenne ich da nicht. Gut. Sollen wir es hiermit probieren? Kopf. Oh, die Sensoren können wir austauschen. Nee, nee, da braucht das an die Antennen. Materialien. Ja gut, ich würde mal sagen, da kann man sich ziemlich austoben. Neuer Look für dich, BD. Aber du bleibst der Alte. Okay. Das ist ein einzigartiges Teil. Ach du guter Gott. Anfängermedaille. Okay, man kann es ziemlich übertreiben. Blau, grün, violett, gelb, okay, sogar weiß. Probieren wir doch das mal aus. Das wird reichen. Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. Und hier noch? Achso. Was haben wir hier noch? Reflektieren. Sowas habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Bracca nicht mehr benutzt. Prof hat sie mir gegeben. Cordovas Werkzeugkasten von Bogano. Das meiste ist wahrscheinlich noch drin und wartet auf jemanden. Die Federn dieses Shio-Vogels sollen Glück bringen. Was ist das? Salzstreuer? Das ist Grease Salzstreuer. Hm. Aber wo habe ich den Pfeffer hingestellt? Ich frage mich jeden Tag, ob meine Entscheidung richtig war. Okay. Schon haben wir genug aufgerannt. Müssen wir nur Ziel auswählen oder so? Nein, ne? So. Kobo. So weit, so gut. Was ist das?
landen wir. Systemausfälle im ganzen Schiff. Hast du irgendwas? Unsere Lichttriebwerke werden neu gestartet. Sehr gut, Kumpel! Wir schaffen es nicht zum Hangar. Ich bring sie hier runter. Festhalten, Lilly. Ich würde mal sagen, das üben wir noch. Durchgeschmort. Ohne Reparatur fliegen wir nicht weiter. Okay. Wir sind hier. Das muss der Außenposten sein. Ich schätze, wir sehen endlich Grease Cantina. Okay. Komm mit. Und warum rufen wir nicht einfach den ADAC und der repariert uns da die Mühle? Okay, sieht ja interessant aus. Sind bestimmt auch ein paar Feinde, zumindest Lebewesen. Es ist so ruhig. Bravo, hätte das gefallen. Moment. Na los, Kumpel, wir haben einen weiten Weg vor uns. Wir gucken erstmal. Der ist wirklich ziemlich weit. Okay, also Grease ist auf der anderen Seite von all dem hier. Ich sehe mir das mal genauer an. Das schaut ja richtig geil aus. Panzertronto. Ein Pinzerplatz. Das ist mal ein Riesenvieh. Wir haben unser Ziel, also nichts wie hin. Und der ist böse, oder was? Nee, kann doch nicht sein, oder? Ist direkt voraus. Ach so, das ist unsere aktuelle Region hier und dann. Ah, ja. Das hätte ich schon mal eine blöde Frage. Hier runterhüpfen? Das kann doch nicht sein. Nee, nee, schaut da lang. Alles klar. Das ist ein Aufzug. Das letzte Mal, dass ich einen Luca-Hulk gesehen habe, war auf Bracca. Das ist lange her. Prof, was würdest du jetzt sagen? Los, die Mantis repariert sich nicht von allein. Ich hoffe nur, dass Grease die Teile hat, die wir brauchen. Mhm. Ich kann auf jeden Fall mal meditieren. Und dann haben wir den Punkt auf jeden Fall. Ah, schon, wir haben Training. Was ist Training? Angreifen, blocken, Grundlagentraining. Okay, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das wäre für einige Spiele am Anfang ein wenig hilfreicher vielleicht. So. Fähigkeiten kann man nichts machen. Und bis jetzt ist auch die Schnellreise irgendwie noch nicht freigeschaltet. Okay, jetzt schauen wir auf der Karte. Da können wir den Lift bedienen. Das da ist zu. Und hier geht es weiter. Und über den Lift sind wir runtergekommen. Und da ist auch nochmal was. Hoppala, das war zu viel.
nicht verbundene Seilrutsche. Und da drüben ist auch was. Gucken, ob man das holen kann. Na, bloß Wasser, oder? Warte! Stopp! Stopp! Aha. Ist da oben was? Kommt man doch bestimmt hoch, oder? Moment, Skin, was? Wo? Verrostet, wie alles andere hier. Kann ich das klauen? Hm. Okay, ich dachte, ich würde besser kämpfen. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, du bist böse. Und was hast du gefunden? Gut. Ah ja, das wurde uns sogar direkt angezeigt. Skinny. Sieht nicht so aus, als würde dieses Tor funktionieren. Ja, aber was bräuchte man hier? Das ist... Wahrscheinlich kommt man mit der Seilbahn da irgendwie rüber. Irgendwann irgendwie... Keine Ahnung. Oh, Kiste. Ich hoffe, ich kriege da mal ein bisschen was Besseres. Kann ich nichts tun? Kanonenfutter. So sehe ich das. Sehen wir es uns an. Dieses Schiff ist im Gebiet der Battle Raiders. Also gehört es mir. Los jetzt, bring es Seile. Was ist mit Überlebenden? Es wird keine geben. Wie können Sie sich da sicher sein? Das Schiff ist noch... Du sorgst dafür, dass es keine gibt. Kapiert? Oh, alles klar. Verstanden. Das Schiff wird befreit für die Badland Raiders. Ja, für die Badland Raiders. Die Badland Raiders, okay. Was hat der Verzögerungen? Für die Badland Raiders. Was? Erledigt ihn. Ah! Ich hab mich gerade so erwischt. Tja. Ich kann es nicht. Wie die Separatisten, an die ich mich erinnere. Bedlam Raider? Wo ist Kreese da bloß reingeraten? Naja, vielleicht sind das Gäste und Zahlen gut. Keine Ahnung. Der war auf jeden Fall nimmer. Oh. Gott, bin jetzt erschrocken, ich hab den nicht gesehen im Dunkeln. Untersuchen? Was war das? Da war doch jetzt gerade untersuchen, oder? Sieh dir dieses Ding an. Reese wohnt wirklich an einem interessanten Ort. Ihr macht ja nichts, ne? Ich denke mal, da kann ich hoch. Leck mich doch. Seht euch diesen Ausblick an. Ist das ein riesiger Krater? Wow, ich habe es so schön.
Die Klippe bewachen, Einheimische erledigen und die Gegend genießen. An mir kommt niemand vorbei, jedenfalls nicht ohne ein Einschussloch. Ob ich für meine überragende Arbeit wohl befördert werde? Dann lasse ich andere Druiden die Klippe bewachen. Oh, aber dann kann ich die Gegend nicht mehr genießen. Das ist schon ein Dilemma. Die haben sich da richtig viel Mühe gemacht. Dilemma gelöst, ja, alles klar. Okay, was ist denn das? Samen. Jetzt brauchen wir einen Ort, um sie einzupflanzen. Ah, jetzt ja doch. Haben es doch gedacht, irgendwas kann man damit machen. Was denn? Gute Arbeit. Das wird etwas Zeit sparen. Abkürzung. Ah ja. Okay. Das war das Ding da. Schau bloß mal, ob hier vielleicht noch irgendwie was ist. Aber ich sehe jetzt dann nichts mehr. Scheiße, was sind denn die für Probleme? Neuer Tag und wieder ein Droide begraben oder angefallen oder weg. Besser die als ich, armes Klappergestell. Oder du, was das angeht. Du bist mehr wert. Bestätigt. Zielfauna ist entkommen. Hast du gemerkt, was? Tja, besser es läuft weg als auf uns zu. Befehle das Biest töten. Bereich besetzen. Ich kenne die Befehle, Blechkopf. Wir sind ihm schon bald wieder auf der Spur. Aber melde erstmal unseren kaputten Gefährten hier. Bestätigt. Also die Gespräche sind schon interessant. Die sollten wir schon ein bisschen lauschen. Was? Spinnst du oder was? Stehen Sie doch still! Warum kommt jetzt der Klar oder was? Ich denke, es steht fest, dass diese Droiden neue Meister haben. Naja. Okay. Shit. Echt viel Teer. Sei vorsichtig. Das klingt nicht okay. Explodieren also. Wollt ihr wissen, was? Alles klar. Ist da noch mehr so Scheiß? Nee, die andere Kugel ist jetzt auch weg. Okay, das geht nicht. Was hat er drüben für ein Problem? Epileptischer Roboter? Okay, ich komme gleich zu dir. Was haben wir hier? Schnibbel. Abkürzung. Mhm. Sehr schön. Da waren wir drüben. Mit denen kann man reden oder was? Ein aufgelaufenes Schiff? Was du nicht sagst. Wünschte, wir könnten helfen. Das heißt, wir können nicht helfen. Wir brauchen sowas wie eine Macht, um das Ding da hochzuheben oder so. Naja. Oh, da ist eine Kiste. Kurzer Bart. Okay. Finde ich aber schon interessant, was man hier alles so treiben kann. Pff,
Vor allen Dingen sieht er schon geil aus. Wir kommen definitiv näher. Ich glaube, ich sehe einen Ausgang gleich hinter der Kreatur dort. Bleiben wir in Bewegung. Okay. Frage. Kannst du fliegen? Und alle beleidigen und im Flug. Das hat man gern. Da ist doch das Vieh wieder. Ey, ich bin freundlich, okay? Mach keinen Scheiß. Wann lernen es diese Leute endlich? Sehen sie das große Ganze nicht? Negativ. Hab ich da einen erwischt? Du siehst es auch nicht. Aber du bist ein Droide. Kein Ding. Okay. Oh, der ist gerade bedeutet. Willst du noch mehr? Ich hab doch noch gar nichts gekriegt von dir. Du kannst deine Beine wieder einsammeln. Diese Raider sind eiskalte Killer. Wenn ich jetzt da wieder meditieren, du? Dann sind die wieder da, oder? Was ist denn da drüben? Da ist auf jeden Fall was zum Sammeln oder so. Okay. Wir meditieren mal. Wir ruhen sich auch mal aus. Oh, jetzt ist die Schnellreise auch da. Da haben wir einen Weg. Und da wird der direkte Weg. Natürlich gehen wir dann erstmal in die andere Richtung. Ist der Bruder von den anderen da? Ja. Wow, 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 wow. Alter, verdammt. Du musst mal schauen. Wow. Hey, BD1! Viel Spaß. Eieieiei. Was gefunden, Kumpel? Das hier war ein Zuhause, bevor sie durch die Zivilisation verscheucht wurden. Gesundheitsessenz erhalten. Das hat sich doch dann schon mal gelohnt. Ist da noch mehr? Hm. Hat sich doch der kleine Umweg gelohnt? Und das eine Stimpack, das können wir wieder auffüllen. Ja, die sind tatsächlich wieder da. Und dann Fähigkeitspunkt haben wir auch. Theoretisch kann man immer so was in den Umkreis da so kleine Feinde immer niederknüppeln und so ein bisschen hochleveln. Aber das macht natürlich auch keinen Fun. Was machen wir an Macht? Haben wir 4. Überleben haben wir eine Fähigkeit verfügbar. Ach, da brauchen wir 2.
Vielleicht sollten wir mal ein bisschen sparen. Ich spare nochmal auf 2 Punkte. Damit wir mal den einen Machtpunkt kriegen. Wir müssen nur hier durchkommen. Reese wird überrascht sein, uns zu sehen, was? Ja, jetzt warte mal, lassen wir mal ganz kurz gucken. Da ist eine Tür, die ist zu. Da geht's weiter. Da ist irgendeine Kiste oder so. Ne, Werkbank ist da. Die schauen wir sich mal an. Na, dass wir hier verbessert. Blödes Fido. Bin ich jetzt erschrocken, ey. So kommt man mal auf andere Gedanken. Nee, ist allgemein bloß. Okay. Ich dachte, da gibt's auch so Updates wieder oder so. Wer bist denn du? Oh, ich hoffe, Sie sind okay. Wer seid ihr? Ist in Ordnung, wir sind Freunde. Was ist passiert? Wir wurden von den Raidern überfallen und ich bin geflohen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Achso, ich kann nur wählen. Was machen die Raider hier? Dasselbe wie immer. Sie terrorisieren und bestehlen Leute wie uns, die versuchen, auf diesem Felsen zu überleben. Sie haben an der alten Grabungsstätte rumgeschnüffelt. Hoffentlich werden sie von den Rollerminen in Stücke gesprengt. Ja, und hoffentlich jagen sie uns nicht in die Luft. Hier ist es für dich zu gefährlich. Du solltest gehen. Das werde ich, sobald ich weiß, dass der Weg sicher ist. Mhm. Der Lift ist nicht hier. Okay. Die kann man dann bestimmt freischalten, dann haben wir wieder Abkürzung, alles klar. Und da habe ich doch irgendwie was gesehen. Ach, da brauchen wir wieder so Kugel oder sowas, ne? Kann das sein? Wenn ich da runterspringen, komme ich wieder hoch. Ach, wir riskieren es. Da ist schon mal was. Hab noch einen Klumpen gefunden. Das ist so eine Wand, die wo man springen kann, auf jeden Fall. Oh. Gott, was ist denn hinter als Kommandier? Was, wie, was, wo? Diese Blasterspuren sind chaotisch. Glückstreffer. Habe ich das Ding jetzt? Ja. Das. So, jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Nein, doch, ich habe noch wieder. Da sind wir vorhin hin. Alter. Was mir ganz gut gefällt, dass es Zeug da mit dem Roboter mit der Kistenwackeln da abgeschafft haben. Aber das hat ja immer pervers ausgeschaut. Also mit dem Laserschwert kann man noch nichts machen, ne? Nee, nee, das muss man schon wieder bombardieren. Okay. Was? Na, das wollte ich ja nicht. Ich kann den Lift hier nicht benutzen. Das kannst du eigentlich. Okay, dann versuchen wir doch mal da rüber zu kommen. Hm. Hast du was gefunden? Dampflosrohne? Kann man die zerstören, genau? Das schaut schon interessant aus, ja. Diese alten Dämme halten kaum noch zusammen. Bestimmt müssen wir den Damm sprengen. Ich finde bloß nichts zum Sprengen.
Und ich glaube nicht, dass wir da reinhüpfen sollen, oder? Anscheinend doch. Die wollen das wirklich eiskalt haben. Bitte lass mich gehen. Wir schürfen nie wieder in der Schlucht. Hast du das gehört? Das wirst du es. Gib Meldung. Wieder eine erledigt. Ravis wird das wissen wollen. Roger, Roger. Im Krieg war das alles nicht so einfach. Sir? Ja, hier gibt es keine Herausforderung. Keinen Kampf. Es sind keine Krieger unter ihnen. Nur unbedeutende Diebe. So kann man sie wenigstens leichter wegschaffen. Zu meiner Zeit hatten Gegner Kampfgeist. Tja, sie stinken alle nach Verzweiflung und Furcht. Ich rieche gar nichts. Meine olfaktorischen Sensoren sind wohl offline. Habe ich überhaupt olfaktorische Sensoren? Das sind saumäßig geile Gespräche irgendwie. Das heilt wieder. Ciao. Ups. Droide außer Gefecht. Ich hasse diesen Ort. Wenn ich hier rausfinde, wer diese Dinger gebaut hat. Na gut, Gebiet bewachen. Es könnten noch mehr von denen hier sein. Sir? Oh, dann habe ich jetzt wohl das Kommando. Geile Sache. Einfach mal abwarten, was immer so passiert. Und, naja, da rollt so ein Männchen her und erledigt schon den größten Teil. Gut. Und den letzten, den geben wir den Kick. Das ist ziemlich lustig. So was. Das ist natürlich dann weniger lustig. Du! Ich bin nur ein... Eindringling! Knallt ihn ab! Kommando-Droide, die habe ich nicht vermisst. Okay. Auch selbst das Scannen, das gibt immer ein bisschen Erfahrung. So, jetzt haben wir hier zwei Wege. Der führt in eine Sackgasse rein, wenn ich das da so richtig sehe. Und der linke führt dann da hinten wieder zurück. Was ist das hier? Toller Fund. Ach so. Was machst du hier unten? Warte, beobachte. Ich behalte alles im Auge. Ich halte Wache. Was für ein Glück für dich, nicht wahr? Ja, genau. Ich nehme an, du bist hier, um die Gegend zu erkunden. Was? Auf der Suche nach Schätzen oder Ruhm? Du hast Glück. Vielleicht befindet sich direkt vor dir etwas Wertvolles. Da haben wir schon mal was gefunden. Okay, das sind Metalle. Ich denke, da werden wir
B kann ich natürlich auch nichts machen. Hoppala. Irgendwas brauchen. Da ist ja nochmal was. Dieses Terminal wird warten müssen. Mhm. Auf gut Deutsch. Hier müssen wir nochmal her. Was sind die da? Dein Auftritt, BD. Dann heck doch mal. Oh, Jacke taktisch. Oh, gefällt mir nicht so. Hey, was hast du gefunden? Du willst draufdrücken, stimmt's? Das müssen wir doch da reinbringen, oder? Dinger haben es in sich. Okay, suchen wir einen Weg raus aus dieser Teergrube. Okay, ich glaube, ich habe das schon. Geht doch nicht hin. Okay. Das funktioniert. Das könnte nützlich sein. Muss das andere auch noch wegspringen, oder? Ach so. Das war schon Sinn der Sache, weil dann kann man mit den blöden Rollminen da drüber. Und. Ach du Scheiße. Warum habe ich jetzt nach Hinweisen gefragt? BD, bringt dieser Damm dich vielleicht auf irgendeine Idee? Nee, will ich nicht. Ich weiß, was zu machen ist. Ich gucke jetzt bloß, ob hier drüben auch noch mal irgendwie was war, was man springen könnte. Nein, ich will nichts. Ja. Da komme ich auch rüber mit dem Minchen. Komm her. Oh, wie hell ist das lang? Nicht zünden, noch nicht. Komm noch runter. Ach komm. Ich dachte, du springst mir hinterher. Wieso springst du mir doch nicht hinterher? Bin ich da drauf? Moment, kann ich dich mit einer Macht runterschubsen? Ja, aber so nicht. Ja, man muss das ja alles ein bisschen trainieren und gucken und schauen. Ah.
Alles klar, aber das funktioniert. Also komm her. Natürlich kann ich dich nur die ganze Zeit tragen oder explodierst mir dann sonst in der Hand. Das heißt bis hierher. Und dann kurz vorm Ziel machst du da unten Blatt. Na, das ist doch scheiße. Das war jetzt nicht so gedacht. Komm mal her, mein Jüngelchen. Irgendwas ausprobieren. Nein, da kann ich nicht. Ich kann nicht springen damit. Das wollte ich auch nicht mal testen, aber es geht nicht. Ja, komm. Kann ich dich nicht eigentlich an den Abgrund hier bringen und... Und das ist so machen? Was machen wir hier? Wache stehen! Das ist langweilig! Wann ist... Entschuldigung! Sauer. Gibt's hier dann vielleicht was? Oh, vielleicht sollten wir sie wirklich mal rein. Okay. Da ist bloß ein Seil. Was gehen? Warte mal. Also gut, lass sehen. So, was haben wir jetzt hier? Ich wollte es mal testen. Aber ich dachte, das ist zu weit. Geh weg! Ah, für eine Frechheit. Drüben ist wieder so viel. Was haben wir hier? Wer hier gelebt hat, ist längst weg. Was hat er wohl gemacht? Okay. Das kriegen wir nicht hin. Jetzt hat die Frage, ob man das mit den Minen aufsprengen kann. Aber da kriegen wir was. Und da drüben ist eine Truhe. Macht-Exzent, nicht schlecht. Und das ist unser Aufzug. Abkürzung freigeschaltet. Ich will wieder hoch. Ich wollte bloß die Abkürzung freischalten. Ach, ich komme nicht zu denen. Das wäre über das Ding hier, ne? Schade, schade, schade. Da musst du wohl ein bisschen warten. Oh, da ist das hier. Von hier aus kommt man auch nicht rüber, ne? Nee, 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 nee. Das ist die andere Seite. Alles klar. Wir müssen den Dampf fluten.
Aber immerhin haben wir da den einen Weg schon mal frei gemacht. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Komm mal mit. Das sollte reichen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Gleich sind wir da. Ja. Haben wir das sehr schön gelöst. Sogar noch Secret ein bisschen freigeschalten. Wenigstens die Hälfte davon. Und ein bisschen was eingesammelt. Ja. Ich würde mal sagen, das reicht bis hierher. Wir gehen... Unser Zeug wieder auffüllen. Das war doch hier jetzt irgendwo genau... Ich muss meinen Geist freimachen. Ausruhen. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Years. They've tried to resist. Fear and mistrust rule the galaxy. Cal. Look into the fire. It will warm you. Keep you company. But left unchecked, it will consume everything. Until there is only ash. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Hope may feel beyond her grasp. I think we finally found somewhere the Empire can't reach us. Imagine. No more looking over your shoulder. A place that's worth fighting for. No matter the cost.